So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Der erste Part im Hauptprogramm. Ja, wir sind jetzt nicht mehr im Nebenprogramm, ne? Aber jetzt ist alles Haupt. Hauptschule ist es jetzt. Bringt natürlich auch so ein paar Probleme mit sich. Zum einen hat mir keine Sau gesagt, dass er Mitglied ist. Deswegen habe ich noch kein Dratini und jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch was mitnehmen soll, aber nee. Ich hätte unbedingt gerne einen Dratini, also bitte, wenn jemand hier Member ist, ne? Dratini besorgen. Aber das hat ja bis jetzt keiner gemacht. Ich habe meine Pokémon zum Schutz aufgezogen, weil ich alleine lebe. Ja, Frauen sollten sich da gut schützen. Man weiß ja nie, wann mal eingebrochen wird. Super, das funktioniert richtig gut. Und Kabuto ist wieder tot. Dieses dämliche Kabuto. Warum nehme ich eigentlich das Vieh? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, es ist das Stärkste, aber mit Typnachteil. Bin ja auch doof. Ja, ich bin heute noch ein bisschen neben der Spur. Es ist mal wieder früh und ich muss noch aufnehmen, weil ich hatte gestern Abend, als ich festgestellt habe, dass hier Pokémon Diamant schon durch ist jetzt. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück zum Pokémon Center. Ja, da war es zu spät. Ja, es passt. Weil da war ja schon die Sache gegessen. Aber würde mich wirklich freuen, falls irgendeiner von euch ja jetzt ein Dratini mir besorgen kann. Der soll sich mal melden, das wäre super nett. Andernfalls werde ich mir halt mal eins kaufen müssen, aber die sind ja scheiße teuer, ne? Also da muss ich ja wahrscheinlich auch hier so 200.000 zahlen, nur für so ein dämliches Dratini. Aber das können wir ja wahrscheinlich vergessen. Ich kann ja hier mal gucken. Ja. Snowball, Eevee. Ja, das sind alles nicht so die Pokémon, die ich haben will. Nee. Alles nicht so die Pokémon, die ich haben will. Aber die sind ja im Verhältnis billig, also. Hier Shiny Ninetales 500.000. Das ist natürlich. Ja, ist ja klar. Ein Shiny ist immer teuer. Aber ansonsten hier so 10.000 für ein untrainiertes. Obwohl Crobat ist ja jetzt nicht gerade untrainiert, ne? Das ist ja Level 30. Mir wird ja so ein Level 10er reichen. Einfach bloß damit ich sapp. Dementsprechend, ja. Want to sell Dragonair? Ich glaube, da werde ich einfach mal nachfragen. Dragonair. Ja, ich möchte wirklich wissen, wie viel für das Dragonair? Ja, ich sage ihm jetzt einfach, ich habe das Geld jetzt noch nicht, ich muss dann erstmal farmen gehen. Weil ich brauche die Kohle. Komm mal dazwischen. Dratini with the good bird. So, ja,
Hab nämlich zu viel Geld ausgegeben. Läufer, doof. Ja, ich habe ja gesagt, ich müsste farmen. Aber gut, wir kriegen schon noch irgendwo eins. Und wenn nicht, wie gesagt, Zuschauer, die die Mitgliedschaft hier haben und damit die Angel da oben bekommen können, die sollen sich bitte mal bei mir melden. Weil die können ja... Doch, die können das ja fangen. Das heißt, euch würde ich das dann fangen lassen. Und sobald ihr es habt, sagt ihr mir, was ihr da wollt, und ihr kriegt es. Dementsprechend, ja. Wie gesagt, wenn ihr es wollt, sagt Bescheid. Also wenn ihr die Kohle wollt. Ich meine, man kann die ja relativ schnell abfarmen. Das bedeutet, wenn ihr sagt, hier, ich möchte Geld haben, dann kriegt ihr von mir Geld. Wenn ihr sagt, dafür möchte ich mir mal, was weiß ich, dann wieder Floor ansehen. Oder zeigt mir irgendein Pokémon, was mir noch fehlt für meine Liste. Das lässt sich bestimmt alles machen. Deswegen, ich hoffe ja drauf, dass sich irgendeiner meldet, der sagt, hier, das lässt sich machen. Ich möchte... bitte hier endlich der beste Trainer aller Zeiten sein, und da gehört sich dazu, dass ich auch mal mit anderen verhandle, dann seid ihr genau richtig. Aber ihr braucht hier die Mitgliedschaft, das ist das Problem. Ich finde das so dämlich. Ich finde das richtig dämlich. Weil ich habe ja keine Mitgliedschaft und ich habe eigentlich auch nicht vor, mir eine anzuschaffen. Aber ein Dragoran muss ja eigentlich sein, also ohne Dragoran geht ja gar nichts. Ja, und alles hängt an ihm. Weil der hier nicht will. Ja, ja. Ich habe keine Pro-Membership. Ja, ich weiß. Und deswegen kriege ich hier nichts. Was ich auch sehr, sehr befremdlich finde. Dass man das Stratin nur bekommen kann, wenn man hier eine Pro-Membership hat. Ich meine, irgendwo ergibt Sinn. Weil ich kann mir denken, viele Leute mögen Dratini, weil Dratini ist niedlich und Dragoran ist stark. Also eigentlich ein Top-Pokémon. Und ja, dass sich da vielleicht der ein oder andere hinreißen lässt, noch die Mitgliedschaft zu zahlen. Ergibt Sinn für mich, in meinen Augen. Also aus Sicht der Programmierer, weil... die wollen ja auch ein bisschen Kohle verdienen. Nein, es sind ja nicht nur Programmierer, es sind im Sinn der Ersteller. So kann man das besser sagen, weil Programmierer programmieren ja bloß und die hier haben ja auch Game Design und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Schreiberling hier dabei, der die ganzen Texte schreibt. In dem... also da ist ja klar. Ja, fordere mich heraus, egal. Wir sind eh gleich da. Ja, in dem Sinne macht das eigentlich schon Sinn, dass die da Geld verdienen wollen. Aber natürlich doof für uns, weil wir wollen kein Geld ausgeben. Das ist genauso wie bei mir hier, YouTube. Ich hätte unheimlich gerne Spenden, aber ich will zeitgleich auch nicht, dass ihr euer hart verdientes Geld ausgebt. Sehr schön. Meine Mutter hat morgen Geburtstag und sie hat zu mir, ich habe ihr, weil ich leider nicht rüberkommen kann, weil ich ja lernen muss und Stuff und anderthalb Stunden brauche und ich fahre keine 3 Stunden hin und her, wenn ich eh schon im Zeitdruck bin, nur damit ich mal kurz einen Kaffee trinke. Aber da habe ich ihr zumindest Geschenke zu ihr nach Hause bestellt und die sind wohl heute gekommen. Und ich habe extra gesagt, das, was auf ihren Namen kommt, darfst du nicht aufmachen. Was auf meinen Namen kommt, darfst du auch nicht aufmachen. Aber das, was auf ihren Namen kommt, darfst du an ihrem Geburtstag öffnen.
Ist ja auch bald. Und vor allen Dingen, wenn sie es aufmacht, da ist noch ein Geschenk drin. Also ich habe es verpacken lassen. Aber ich weiß halt nicht, welches gekommen ist, weil ich habe zwei Sachen auf ihren Namen bestellt. Das weiß sie aber noch gar nicht. Ja. Weil meine Mutter ist, so wie ich mit Wölfen so ein bisschen verrückt bin, hat meine Mutter mit dem Hund Mops. Und ja, da kriegt sie jetzt einen USB-Stick mit Mopskopf, weil sie hat sich letztens bei mir beschwert, dass ihr alter USB-Stick wohl ein bisschen den Geist aufgibt. Nicht mal hier kann man trainieren. Ich muss dringend eine neue Attacke für unser Kabuto besorgen. Moment. Kann das Vieh Surfer lernen? Ja, kann's. Ganz ehrlich, dann mache ich das hier raus, dann kann's jetzt zumindest Surfer. Das ist keine schlechte Attacke. Und ansonsten, was haben wir denn sonst noch für Attacken? Cut Surfer, Razor Wind können wir, glaube ich, vergessen. Mega Kick auch. Warum ist mein Inventar zu? Horndrill auch, also Hornbohrer. Aquaknarre ginge noch, aber ist halt nicht so stark. Takedown, Ice Beam, Seismic Toss, also Geowurf. Schaufler. Schaufler wäre nicht schlecht. Wäre eine gar nicht mal so üble Bodenattacke. Und ich glaube, das kann sogar Kabuto lernen. Was denn jetzt? Seismic Toss, dann müsstest du dick sein, ja. So. Da mache ich mal hier den Mudshot draus. Ja, und jetzt hat unser Kabuto schon gute Attacken gelernt. Und jetzt können wir auch an den Orten, an denen wir ausgraben können. Da können wir jetzt tatsächlich graben. Und ich bin mal wieder völlig falsch gelaufen. Die meinten ja hier, man kann Dragonier immer noch hören. Da solltet ihr mir auch was schreiben. Mann, die Zuschauerzahlen sind echt unter aller Sau zurzeit. Übrigens werde ich die Parts jetzt auch nicht mehr so lange machen wie vorher. Dementsprechend muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Mist mache. Weil wenn die jetzt täglich kommen, dann ist das nicht so passend. Also wenn ich da 20 Minuten Parts mache, das ist dann immer ein bisschen anstrengend für mich. Das sieht aber cool aus. Aber ihr könnt mir mal was schreiben. Morgen ist ja jetzt noch ein Sonntag. Und dieses Projekt hier geht zwar lange. Was? Der will meinen Anweisungen nicht folgen? Yes. Kabuto. Yes. Kabuto. Vielleicht muss ich erst das Spiel ein bisschen trainiert haben, weil es uns noch nicht so mit uns verbunden ist. Es mag uns noch nicht so. Ja, nee, also wollt ihr, dass morgen am Sonntag nochmal zwei oder drei Parts von dem hier kommen? Ich sag mal zwei Parts, dann kann das neue Projekt schon mal anstarten. Oder wollt ihr komplett das neue Projekt sehen? Darauf kommt es jetzt nämlich an. Weil wenn ihr sagt, ich möchte komplett das neue Projekt, dann kriegt ihr komplett das neue Projekt. Das heißt dann wirklich nur neues Projekt und angezockt morgen. Und wenn ihr sagt, nee, ich würde gerne Pokémon Revolution Online trotzdem noch sehen, weil es kam ja diese Woche bisher nur ein Part und dann würde ich es halt auf die 3 für die Woche noch hochtreiben, dann mache ich das, ne? Habe ich irgendwas mit Zerschneider dabei? Ich habe nichts mit Zerschneider dabei. Ich bin doch dämlich. Leute, ich bin dämlich. Nee, Leute, das schneide ich euch raus. Bis gleich. So, bei einem versauten Fluchtversuch ist mein Kabuto gestorben. Jetzt denkt ihr euch, weh, das ist dasselbe Team. Ja, aber ich habe festgestellt, ich kann Krabby den Zerschneider einfach beibringen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier will, Feuerwehr.
Ja, draußen fährt Feuerwehr vorbei. Ich glaube zumindest ist es Feuerwehr. Oder Krankenwagen, könnte auch sein. So schnell wie es fährt, wahrscheinlich eher Krankenwagen. Gut, Feuerwehr muss auch schnell fahren, aber Krankenwagen ist ja meist etwas wendiger. Obwohl auch nicht. Ich wollte kurz heilen gehen, weil wir gehen jetzt runter und holen uns die nächste Arena. Allerdings wird das wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part sein. Diesen Part werde ich nämlich noch ein bisschen trainieren gehen. Und beziehungsweise diese. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr sehen, wie ich Kaputo trainiere? Ich glaube nein. Wie gesagt, ich mache hier sehr, sehr viel Offscreen-Arbeit wahrscheinlich. Weil ich euch das einfach nicht antun möchte, hier alles onscreen zu sehen. Gerade wenn ich hier so ein paar Diktas verprügel. Ja, mehr werde ich nicht machen. Ich werde hier jetzt einfach Diktas verprügeln, bis wir das nötige Level haben. Das ist natürlich am Anfang noch etwas schwer, aber wenn wir schneller sind als so ein Diktar, dann wird das Ganze ein bisschen leichter. Aber bis hierhin und nicht weiter. Bin heute noch ein bisschen neben der Spur, es tut mir leid. Morgen der Part wird besser. Beziehungsweise, ich weiß ja noch gar nicht, ob ihr morgen Part wollt. Hm. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr lasst mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, weil da würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr euch gemeldet habt. Euer Wolf.